Moin Leute, hallo, grüßt euch. Ich wollte euch mal auf den aktuellen Stand bringen. Heute ist ja der 18. März 2018 und ich zeige euch jetzt mal meine Pflänzchen. Ich habe unter anderem diese LED-Beleuchtung hier über ein paar Erdbeerpflänzchen. Es sind nur 5 oder 6 Stück. Dazu habe ich dann auch schon ein paar Sonnenblumen ausgesät und Pepinos und Gemüseamaranth, der ist aber noch nicht gekommen, der kommt aus Vietnam und naja, mal gucken, ob der noch was wird. Auf der Packung stand, glaube ich, 6 Wochen kann das brauchen, bis der keimt. Daher habe ich noch ein bisschen Geduld. Ich habe den jetzt vor circa einem Monat ausgepflanzt, also ausgesät. Ja, und dazu habe ich auch noch ein kleines Anzuchtset von braunen Champignons, das zeige ich euch auch gleich noch. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Marketta, die mir dieses schöne Pilz-Champignon-Set geschenkt hat. Dankeschön. Das vor circa 3 Wochen ausgesät, also quasi die Erde aus der Tüte hier reingefüllt in die Schale und dann Wasser dazu gegeben, dann diese Box hier so gefaltet, wie das auf der Anleitung steht. Also das heißt nur diese Klappen hier umgeklappt, die Haltegriffe klappen. So, und dann hat man das ja erstmal hingestellt und mit ein bisschen Wasser gegossen. Und es muss ja dann erstmal ruhen. Und jetzt steht es, wie gesagt, schon 3 Wochen bei Raumtemperatur, also so circa um die 18 bis 20 Grad, nehme ich mal an. Und ja, wächst und gedeiht vor sich hin. Und ich wollte euch mal das Update zeigen. Hier, das ist der heutige Stand. Sind auch schon ein paar schöne braune Champignons zu sehen. Ich gieße jetzt gerade nochmal mit ein wenig lauwarmem Wasser. So, das reicht, denke ich mal, auch schon. Und dann kommt der Deckel wieder drauf und wieder ab. Und der Schrank soll ja nicht so hell stehen und auch nicht zu warm werden. Naja, ich habe es auch definitiv weit weg von der Heizung, also genau an der Gegenseite des Zimmers. Ja, dann wollte ich euch nochmal meine Erdbeeren zeigen. Ich habe ja hier unter der LED-Anzuchtstation schon ein paar Erdbeerpflänzchen. Die hatten vor 2 bis 3 Wochen schon schöne Blüten getragen. Hier sehen wir auch noch eine kleine Blüte. Und ja, hier sind auf jeden Fall schon schöne Erdbeeren dran. Ich kann euch die auch nochmal bei normaler Beleuchtung zeigen. So, sind auf jeden Fall schon schöner Ertrag zu sehen. Und hier sind auch ein paar ordentliche Erdbeeren dran und hier auch an der kleinen Pflanze. Ja, da freue ich mich auch schon drauf und dann kann die Erdbeerente ja bald losgehen. Also der Winter nervt mich langsam schon und naja. Also ich wäre dann soweit für Frühling und ja, ich denke mal, es geht allen Gärtnern so, dass es schon in den Fingern juckt und bei der ersten Pflanze hier ganz vorne weiß ich leider gar nicht, was das für eine sein soll. Ist das eventuell eine Pepino? Helft mir doch bitte und schreibt es in die Kommentare. Vielen, vielen Dank. Theoretisch könnte es auch ein Kohlrabi sein, da ich den auch ausgesät hatte. So, das war's auch schon mit dem kurzen Video. Ich sag mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns ja gerne einen Daumen hoch oder ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir würden uns wahnsinnig freuen und ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch alles Gute und bis bald, bis zum nächsten Video. Tschö, tschö.